Guckt euch das doch an, wie toll das ist. Nice. Das ist mein Fighting Ring, ja? Das könnte auch so eine Arena aus so einem Fight Game sein. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory im sagenhaften Update 4. Meine lieben Freunde, ihr ahnt vielleicht schon, wo ich mich hier befinde. Ich befinde mich wieder einmal, wie sollte es auch anders sein, im Giga-AKW. Und ich befinde mich gerade auf einer der Aussichtsplattformen unter den AKWs. Genau, weil es da so strahlig ist, wenn man da ein bisschen chillt und so in die weite Welt hinausschaut. Ja, während über einem die Atomverarbeitung läuft und einen vollstrahlt. Ist doch was Feines. Zaubert immer ein Strahlen aufs Gesicht hier. Genau, wir wollen etwas machen, etwas Wichtiges. Denn wenn wir mehr Energie produzieren über Atomkraft, ist es natürlich auch nicht sinnlos, wenn wir diese Energie mal zwischenspeichern. Denn momentan läuft auch wieder Tscherno. Ich habe nämlich dafür gesorgt, dass Tscherno wieder mit Plutonium-Brennstäben versorgt wird. Und damit haben wir jetzt halt einen exzessiven Energieüberschuss. Jetzt werden einige sagen, ja, Moment mal, du hast doch noch den maximal möglichen Verbrauch. Die blaue Linie ganz oben. Ja, an sich schon. Wenn jetzt alle Anlagen in dieser Welt wieder anspringen und auf Maximum produzieren, dann würde der blaue Balken oben relevant sein. Und dann müssten wir sehr, 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 sehr viel mehr Energie produzieren. Da das aber aktuell nicht der Fall ist, ist das erstmal nicht unbedingt zwingend nötig, das zu machen. Ja. Es reicht erstmal, was wir haben. Ich habe auch vor, die Plutonium-Brennstäbe, die wir unterirdisch produzieren werden, das werden wir in den nächsten Episoden wahrscheinlich auch noch angehen, dass wir die erstmal lagern, quasi, dass wir die erstmal vorhalten, weil die sind ja im Grunde gespeicherte Energie. Wir müssen diese Energie ja erst freisetzen, wenn der maximale Verbrauch relevanter wird, wenn quasi unsere aktuelle Verbrauchslinie näher an diesen Maximalverbrauch ranrutscht. Dann müssen wir das Stromnetz ja erst ausbauen. Wenn wir das vorher schon machen, dann verpufft diese ganze Energie ja ungenutzt. Es sei denn, wir speichern sie zwischen. Und da wir ja hier schon einen netten Überschuss haben, jetzt mittlerweile, auch wenn hier immer mal zwischendurch das trotzdem noch einknickt, ist jetzt erstmal egal. Kleine Schwankungen muss man immer berücksichtigen, das kann man eh nicht glätten komplett. Da wir ja hier doch exzessive Überschüsse haben, habe ich mir gedacht, wir machen hier jetzt mal ins AKW, ins Giga-AKW, eine weitere Ebene, nämlich eine Akkumulatorenebene. Hier habe ich jetzt nochmal eine weitere Etage eingezogen. Diese Zylinder sind ja theoretisch auch, also ich meine, wir könnten ja auch weitere AKWs noch einsetzen, ne? Davon mal abgesehen. Also wir könnten hier durchaus auch noch in die Zylinder noch AKWs bauen. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, vielleicht erstmal nicht noch mehr AKWs bauen, vielleicht lieber erstmal Akkus reinbauen. Dass das vielleicht erstmal die sinnvollere Wahl ist. Einfach, weil wir es können. Nicht wahr? Das ist immer der beste Grund, weil auch genug Platz ist. Und hier kann man die auch so schön im Kreis aufbauen dann. Weil wir haben ja quasi hier am Rand, haben wir ja die Foundations auch kreisförmig dann gebaut, ne? Und das ist natürlich eigentlich mal auch eine schöne Sache, dass wir den kreisförmigen Kreisplatz auch mal auslöst. Das ist ja quasi hier der Kreissaal, ja? Wenn man es genau betrachtet. Ich bin quasi gerade im Kreissaal und ich muss jetzt mal dafür sorgen, dass wir den Kreissaal auch mal ordentlich nutzen. So, jetzt machen wir das mal. Wir stellen jetzt hier mal Akkus auf. Und das müsste, genau, guck mal, das geht auch. Geil, weil es sieht dann nämlich auch cool aus, wenn die so im Kreis stehen, im Kreissaal quasi. Okay, warte, da muss ich nochmal die Foundation wegmachen. Ja, an manchen Stellen überschneidet sich das immer so ein bisschen mit den Foundations. Da ist das immer ein bisschen schwierig dann, wenn die sich sehr stark überlappen, die dann richtig auszurichten, die Gebäude. Ist immer nicht so einfach dann. Hier zum Beispiel ist es wieder etwas problematisch. Da steht das irgendwie nicht so ganz mehr. Doch, es sieht nur so aus. Auch manchmal sieht das einfach nur visuell komisch aus. Wenn das nicht so ganz mittig steht. Ich glaube, der steht einfach nur weit vorne. Warte mal. Wir müssen ihn einfach nur weiter nach hinten setzen. Nehmen Sie ihn nach hinten. So. Genau. Schön nach hinten. Immer schön an die Wand ranbauen. Dann ist die Ausrichtung auch kein Problem. Und ich habe jetzt so viel Material dabei, dass ich 40 von den Dingern bauen kann. Und 40 mal 100 sind ja schon 4000. Wenn Adam Riese mich jetzt nicht wieder sehr verarscht im Kopf,
dann müsste das eigentlich so sein. Ich muss den Taschenrechner nehmen, es tut mir leid. 40 mal 100, ja 4000 Megawatt, die gespeichert werden. Also quasi die Menge eines AKWs kann ich dann in Form von Batterien immer unter ein AKW bauen. Ist doch gut eigentlich, ist doch eine gute Menge. Kann sich doch sehen lassen eigentlich. Ich muss immer überprüfen, ob der Adam Riese mich täuscht. Das ist immer ganz wichtig. Habe ich es jetzt eigentlich so ausgerichtet, dass die Anzeige nach innen zeigt? Bei einigen, nicht bei allen. Okay, warte mal. Ich will das schon so haben, dass die Anzeige zu sehen ist. Weil so ist ja blöd, wenn die Anzeige zur Seite ist. Weil wenn wir in der Mitte stehen, können wir ja dann gleich sehen, wie der Strom wie viel Strom gespeichert ist. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn du die Anzeige, wenn ihr die Anzeige seht. Nee, das hat sich nicht gereimt. Das hat sich nicht gereimt, das war nicht gut. Genau, schön die Anzeige im Blick behalten. Wie bei der Polizei, da ist das auch wichtig. Man muss immer seine Anzeigen im Blick behalten. Wenn es zu viele werden, muss man sich dann irgendwann auch mal Gedanken machen. Ja, mehr Speicher ist generell keine schlechte Idee. Weil das Ding ist halt, oder das Wichtige daran ist halt, wir haben ja durchaus auch mal aufgrund von gewissen Instabilitäten im Stromsystem, im Stromproduzierungssystem, kommt es ja durchaus häufiger mal vor, dass wir Situationen haben, wo die Stromversorgung einfach nicht am Start ist, wo die einfach ausfällt. Richtig gedreht? Nee, natürlich nicht. Wo die einfach ausfällt, ja. Und das ist dann so der Moment, wo wir dann natürlich auf Batteriestrom schalten. Das Blöde ist, ich kriege irgendwie keine Nachricht, wenn ich Batteriestrom benutze, weil irgendwie, ja, irgendwie ist das seit dem Wechsel in die Early Access, seitdem das nicht mehr im Experimental ist, ist das irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe, weiß ich noch eigentlich genau, in der Experimental vom Update 4 hatte ich eigentlich immer eine Warnung gekriegt, wenn die Batterien angezapft werden. Das kriege ich irgendwie nicht mehr. Kein Plan. Keine Ahnung, was da nicht richtig ist. Es ist schon echt krass. Ich hätte aber gerne diese Warnung. Vielleicht kann man das irgendwie ein- und ausschalten? Ich weiß es nicht. Ich wüsste schon gerne, wenn der Moment gekommen ist, dass... Das steht zu weit vorne. Wenn der Moment gekommen ist, dass meine Energie nicht mehr ausreicht einfach. Das war nämlich jetzt... Oh, das ist falsch rum. Das war nämlich jetzt die letzten Male wieder ein Problem. Da waren nämlich hier die Tscherno-AKWs nicht am Laufen. Und wir haben das gar nicht gecheckt, weil keine Warnung kam einfach. Mann, sind das viele Batterien. Junge, Junge. Ja, schon wieder falsch gedreht. Warum dreht er sich das denn immer wieder? Weil die Foundation drunter, glaube ich, immer anders gedreht ist. Das ist immer ein bisschen das Problem daran. Weil er da auch nicht immer alles genauso macht. Jetzt sind wir aber schon einmal rum. Nice. Guckt euch das an. Der Hammer. Aber die Anschlüsse sind mal vorne und mal hinten. Das ist auch schon wieder so. Okay, egal, warte. Warte. Bevor ich jetzt die Anschlüsse nach hinten drehe, drehe ich die Anschlüsse hier lieber nach vorne. Damit es wenigstens halbwegs ausgeglichen ist hier. Blöd. Es ist halt blöd. Ich sehe es halt nicht, wie es gedreht ist, wenn ich es platziere. Ich muss weiter weggehen. Jetzt sehe ich es. Okay, jetzt wäre es richtig. Man kann ja nicht nach oben gucken beim Platzieren. Das ist das Blöde. Bei dem ersten ist der Stromanschluss hinten. Ja, ich weiß, habe ich gerade auch gesehen. Mache ich gerade noch. Alles gut. Ich kann das leider nicht alles sofort immer im Blick behalten. Das ist immer das Ding. Genau, jetzt. Jetzt haben wir es. So. Ich würde sagen, wir benutzen hier dann auch gleich einen Stromschalter, um die anzuschließen, die Dinger. Einen Nützschalter. Genau, dann können wir die nämlich auch Bär nennen gleich. Gucke mal, hier. Wir Bär nennen den jetzt. Das ist... Ja, wie nennt man das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das ist ja dann Giga-AKW. Giga-AKW, Akku, Akkubank 1 nennen wir das jetzt. Und dann nummerieren wir die einfach durch. Netzschalter ist aus, ja, ja. So, warte mal. A ist der Hauptanschluss, ne? A ist der Netzanschluss, der zum Netz dann quasi zum anderen Netz verbunden werden muss. Das wäre dann der halt am Hauptnetz hängen muss. Der die Verbindung herstellt. So. Vielleicht sollten wir auch noch Lampen installieren hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Aber da brauche ich, glaube ich, mehr Quarz. Wie viele Anlagen sind das jetzt hier eigentlich? Ich muss generell auch mal nochmal ausrechnen, wie viele Batterien ich eigentlich in der Welt jetzt schon verteilt habe. Das kann man ja rauskriegen, indem man schaut, in dem Strominterface,
wie viele Megawatt an Speicher man hat. Und dann kann man durch 100 rechnen, hat man seine Batterieanzahl. Schon nicht so sinnlos, sollten wir mal machen. Weil auch da habe ich keinen Überblick. Dass man da aber auch keine schnellere Möglichkeit hat, so viele Anlagen hintereinander anzuschließen, ne? Ich muss immer von Anlage zu Anlage. Jetzt habe ich's. Jetzt bin ich einmal rum. Oh Gott, krass. Okay. Jetzt müssen wir den Schalter umlegen. Oh, guck mal, der Name ist zu lang. Egal. Ich leg den Schalter trotzdem um. Bams die Dams. Eine Stunde dauert es, um die Akkus aufzuladen. Nicht schlecht. Schauen wir uns das doch mal an. Was sind denn unsere Speicherstats? Wir haben gespeicherte Energie insgesamt, wenn das alles voll ist, 6400 Megawatt. Nicht schlecht. Ladegeschwindigkeit 3600 Megawatt. Na wunderbar. Guckt euch das an. 6400 durch 100. Was ist denn das? 64, oder? Die Hälfte davon steht in diesem Raum wahrscheinlich. Nee, das sind, glaube ich, wie viel sind das? Da, warte, das können wir feststellen, indem wir das abknippern, glaube ich. Warte mal. Genau, wenn ich das jetzt trenne, müsste er mir hier jetzt, genau. Drei, ja, tatsächlich, es ist wirklich mehr als die Hälfte steht in diesem Raum. Lol. 36 stehen hier drin. Das sind 36 Batterien? Krass. Okay, geil. Ja, egal, das ist doch gut. Dann nutzen wir doch den Platz hier ordentlich aus. Und wie, warte mal, wie bauen wir jetzt hier die... Wir haben ja hier einen Mittelpunkt, normalerweise, müssten wir einen haben. Irgendwo hier. Wenn wir hier einfach mal das machen, weil ich finde das irgendwie doof, wenn das so an der Wand hängt. Hier, wenn wir das so machen, das müsste hier der Mittelpunkt sein, glaube ich. Wenn wir jetzt da einfach die Dinger ranhängen. Die Lampen. Ja. Dann kriegen nämlich die Batterien ihr Licht von vorne. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich die alle gleich ausrichte. Das ist nicht so einfach. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Immer schön dreimal mit dem Mausrad nach oben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bin mal gespannt. Das ist, glaube ich, etwas schöner, wenn wir das so machen. Genau, dann gib mir mal hier ein Stromo. Und dann können wir den Spaß ja einfach hier untereinander verbinden. Das sieht aus wie so eine Anzeigetafel im Stadion. Nee, ist noch zu flach. Aber es ist schon mal besser als gar kein Licht, würde ich mal sagen. Aber es ist noch zu flach vom Winkel, finde ich. Das sieht echt aus wie so eine Anzeigetafel im Stadion. Fehlt nur noch die Anzeige. Anzeige ist raus. Ich muss das nochmal probieren mit einem anderen Winkel. Warte. Eins, zwei, drei, vier. Mach mal vier. Wie sieht denn das aus? Kann das sein, dass die einfach zu schwach ist? Dass die gar nicht bis zu den Zylindern hinleuchtet? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist es der Winkel oder ist es die Leuchtkraft? Das ist, glaube ich, die Leuchtkraft. Warte, was ist denn da eingestellt? Ach so, ja, stimmt. Die hat ja kein... Warte, das müssen wir anders machen wieder. Die hat ja kein Ding, sie. Beleuchtungssteuerung brauchen wir da. Und dann hau das mal da dran. Ich will mal wissen, wie die Einstellung ist. Ah ja, Helligkeit 100. Okay, Farbe ist aber... grau. Warte mal, mach mal die Farbe hier und mach die mal weiß komplett. Genau. Jetzt müsste es eigentlich heller sein. Das müsste eigentlich die Reichweite erhöhen. Nee, tut's nicht. Guck mal. Hier ist jetzt krass hell, aber da kommt nichts an. Okay, dann müssen wir das einfach so machen, dass wir die einfach ein bisschen näher zur Wand hinbauen quasi. Lasst uns das mal anders machen, meine lieben Freunde. Lasst uns mal hier die Lampen nochmal wegmachen. Und machen. Wir machen jetzt mal hier so eine Sternenform einfach. Wir machen das so. Dass wir die Lampen noch ein bisschen näher rankriegen an die Batterien einfach. Quasi so. Und dann sagen wir 1, 2, 3, 4. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ist, glaube ich, schon ein bisschen besser. Warte, mach's mal noch ein bisschen heller.
Er ist schon. Das ist schon das Maximum? War das nicht gerade eben viel heller? Auf dem Boden? Ich glaube schon. Sehr seltsam. Habe ich es auch an den richtigen Anschluss? Ja. Warte mal, ich mache das nochmal aus. Und mache es nochmal richtig hell. Jetzt ist es plötzlich heller geworden. Ist schon verrückt, oder? Ah doch, guck mal. Doch, doch, doch. Es wirkt sich auf jeden Fall hier vorne schon aus. Aber krass, das hat überhaupt gar keinen so hohen Radius, das Licht, oder? Voll den Mini-Radius irgendwie. Warte mal, können wir das auch anders machen? Sekunde mal ganz kurz. Ich muss mal was probieren jetzt. Ich muss mal was probieren. Was ist denn, wenn wir, genau, wenn wir die Gestänge... Ach, schade, da kann ich sie nicht hinbauen, da. An die Wand. Da ist zu wenig Platz über den Batterien. Weil ich würde es gerne mal... Moment, doch, ich weiß, wie es geht, oder? Leider mit den Snap-Punkten immer nicht so einfach. Ja gut, das ist jetzt hier mit... Also, pass auf. Das ist jetzt zwar hier mit dem Raster übereinstimmend, das wir jetzt hier in der Mitte schon haben. Aber ich würde das gerne so machen, dass wir jetzt zum Beispiel hier nebenan, ja, das nächste machen. So, also immer mit einen versetzt einfach. Und das dann einfach hier hinziehen. So, dass wir dann quasi so eine Reihe Lichter so oben in der Mitte haben, die einmal rumgeht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich, das hinzufrickeln, ne? Ist klar. So, warte mal, dann wäre der nächste, wäre dann da. Deswegen mache ich jetzt auch nur jeden zweiten, weil wenn wir das jetzt für jede Plattform da machen, dauert das ewig. Wir sehen aber, das passt hier genau aneinander, ne? Theoretisch. Und das müsste vom Abstand jetzt eigentlich passen, eigentlich. Eigentlich müsste es passen, eigentlich. Möglicherweise eigentlich. Eventuell, schätzungsweise, sollte das so gehen. Ich will mal ein bisschen mit den Lampen auch ein bisschen mehr. Ich will mal ein bisschen gestalten, ne? Wir sind immer nur die ganze Zeit an irgendwelchen Funktionen dengeln und immer nur am Bauen von irgendwelchen Produktionsanlagen. Ich will auch mal ein bisschen gestalten mal wieder. Mal ein paar Gestaltungskniffe mal wieder auspacken. Aus meinem Werkzeugkasten sozusagen mal ein paar Gestaltungselemente mal benutzen. So, bevor ich das jetzt durchziehe, platzieren wir jetzt einfach erstmal ein paar von den Lampen und gucken mal, ob das jetzt passt. Aber ich glaube, das müsste jetzt besser sein. Dann überschneiden sich nämlich die Lichtkegel auch ein bisschen mehr jetzt. Guck mal, da müssen wir es auch nicht so stark anwinkeln, glaube ich. Weil es ist jetzt ja schon... Ja, Mann, guck mal, so will ich das haben, auf jeden. Die sollen im Licht stehen, die Teile, aber sowas von. Die sollen richtig schön angeleuchtet sein. Wenn ich hier reinkomme, muss das aussehen wie in Madame Tussauds. Jede Wachsfigur hat ihren eigenen Strahler. Geil, so will ich das haben. So will ich das. So machen wir das. So, und dann gehen wir wieder 1, 2 nach oben. Und verbinden das einfach quer. Guck. Jawohl, das sieht auch richtig geil aus dann. Nicht schlecht. Geilo. Geilo, geilo. Boden ist zu steil. So ein Quatsch. So eine Lüge. Tu es, bau es. Man muss da ein bisschen gucken. Dieser schmale Streifen scheint manchmal nicht ganz auszureichen für die Platzierung. Na, wie sieht das aus? Jawohl, ja, guckt mal. Wie so ein richtig schönes Horrorkabinett. Da können wir jetzt, glaube ich, sogar die Helligkeit wieder ein bisschen reduzieren. Da können wir hier wieder die Standardfarbe benutzen. Nein, nicht abbrechen. Einfach nur den Knopf drücken, genau. Ja, guck mal, da sieht es gleich auch ein bisschen gediegener aus. Nicht schlecht. Sehr schön. Nice. Nice, meine lieben Freunde, nice. Ist doch mal ein schönes Lichtdesign, was wir hier am Start haben. Guck mal, ich kann sogar noch ein paar Lampen setzen. Nicht schlecht. Dann wird mir leider das Material ein bisschen knapp. Eine kann ich noch. Na, immerhin haben wir sogar schon einen recht großen Teil des Kreises fertig gekriegt. Nicht schlecht. Weg damit. Gib mir das. Genau. Nice. Wunderbar. So. Pflanzen. 1, 2. Und dann machen wir mal gleich noch die Leitungen. Nicht wahr? Dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Warte, warum kann ich das nicht machen? Ach so. Moment. Sekunde. Das geht so nicht. Da muss ich wohl mal den wegmachen. Und muss ans Ende der Leitung gehen. Also hier hin. Und das dann anschließen. Genau, damit ich das dann schön wieder hier... Damit ich die Reihe hier fortsetzen kann. So. So. Nein. Ach Mensch.
Ich könnte auch theoretisch in der Mitte einfach einen Verteiler machen, der die dann alle versorgt. Das würde auch gehen. Ich muss sie nicht unbedingt in Reihe schalten, ja. Ja, das sieht doch geil aus. Guckt euch das an. Nice. So will ich das haben. Das sieht auch gleich viel spannender aus mit so einem Gestänge oben, das so von der Decke hängt. Das sieht viel geiler aus. Irgendwie. Und dann müsste man halt hier in der Mitte noch ein bisschen ausleuchten. Aber das kann man ja dann machen mit den Flächenleuchten, die dann von oben das Ganze beleuchten. Oder man lässt in der Mitte komplett dunkel. Das geht natürlich auch theoretisch, ne? Wenn man die Mitte einfach gar nicht ausleuchtet. Weil dann ist das nämlich gleich so eine Dramaturgie einfach, wie so ein Bossraum, ja? Das sieht dann aus wie, wenn du in einem anderen Spiel in so einen Bossraum reingehst, dann gehen die Lichter an der Seite an und dann kommt irgendwie so ein Boss irgendwie so. Und die Teile, die setzen sich dann zusammen zu so einem Roboter, der dich dann jagt und so. Total geil. So will ich das haben, genau. Aber jetzt ist mir leider das Material für die Lampen ausgegangen. Ich werde das gleich nochmal aufstocken. Jetzt müssen wir aber nochmal schnell zusehen, dass wir hier noch die nächsten Gestänge noch bauen. Dass wir einmal rumkommen mit den Gestängen. Ist so eine geile Idee. Und sowas möchte ich gerne auch im Rest des Kraftwerks verstärkt einsetzen. Solche ausgestalteten Lichtinstallationen. Es wurde auch schon gesagt, ich soll doch unbedingt mal meine Lampen im AKW alle mal grün färben. Ja, das ist natürlich eine Idee, ne? Insbesondere in den Räumen, wo auch wirklich dann das Uran verarbeitet wird. Das müssen wir unbedingt mal machen. Da haben wir ja einige Räume, wo das sinnvoll wäre. Können wir ja mal uns vornehmen auch. Ist eine schöne Idee. Weil wir ja, wir haben ja Farben für die Lampen, die wir benutzen können. Dann sollten wir uns das auch mal, sollten wir das auch mal ausnutzen hier. So, hier werde ich vielleicht jetzt ein Problem kriegen mit der Wand. Da muss ich mal gucken. Ah ne, ich kann ja theoretisch auch, guck mal, ich kann ja auch durchbauen eigentlich. Na, ich weiß nicht mit dem Licht. Müssen wir mal gucken, vielleicht baue ich die Leiter auch einfach ein bisschen weiter hier. Vielleicht baue ich die auch einfach in die Mitte. Ja. Was soll der Geiz? Weil so stört das jetzt halt so ein bisschen meine Kreise. Es stört meine Kreise, guckt euch das an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Störe meine Kreise nicht. Warte, ich mache auch von der anderen Seite weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Genau, das ist der Vorteil, wenn man halt schon einen guten Kreis hat, den man nutzen kann. Dann ist das gar nicht so ein großes Problem, das dann noch ein bisschen weiter auszugestalten. Deswegen ist es immer wichtig, dass man, wenn man so einen Kreis baut, finde ich, dass man den Originalkreis mit allen Segmenten immer nochmal abgreifen kann, weil man nie weiß, für welche Gestaltung man den nochmal braucht. Wenn man das jetzt nämlich einfach löscht, die Originalkreisanordnung, weil man ja denkt, ach, ich brauche ja eh nur jedes zweite Segment am Kreis und die anderen brauche ich ja gar nicht. Meistens braucht man sie dann, wenn man dann im inneren oder im äußeren Teil des Kreises nochmal Gestaltungen machen möchte. Und dann ärgert man sich, wenn man es dann weggemacht hat. Weil man, dann kann man das nicht mehr so einfach wieder reproduzieren, wenn es einmal weg ist. Also du kannst es dann eigentlich gar nicht mehr reproduzieren, genauer gesagt. Du kannst halt nur nochmal versuchen, einen Kreis zu bauen, der so ähnlich ist. Und du wirst dann meistens scheitern, weil du das nicht genau exakt hinkriegst. Es sei denn, du nutzt so Mods wie Mikromanagement oder so, die dir dann ermöglichen, diese kleinen Ungenauigkeiten, die dann entstehen, wieder auszugleichen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Genau, jetzt müsste die nächste, müsste eigentlich da sein, genau. Ah ja, und da haben wir jetzt ein Problem. Ah, nee, oder auch nicht. Wir haben kein Problem, alles gut. Nee, guck mal, es passt. Zumindest das Gestänge kann ich platzieren, nice. Nice. So, die Stangen haben wir. Jetzt fehlt natürlich das Material für die Lampen selber. Und da würde ich doch mal sagen, das können wir jetzt ja mal holen. Da kann ich euch auch gleich mal zeigen, was ich jetzt hier so Schönes noch an den Start gebracht habe. Es ist aktuell nicht viel. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, jetzt wieder offscreen zu suchten. Aber ich habe zum Beispiel jetzt mal eine große Transporttube gebaut, die zur Railgun uns transportieren kann. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich eine ziemlich coole Konstruktion. Das ist diese hier, diese Tube. Ja, geht ziemlich steil nach unten auf jeden Fall. Könnt ihr ja sehen. Und da gehen wir jetzt mal hier im Treppenhaus nach oben. Das ist die Tube, die wir schon kennen. Und auf nebenan, da ist die neue Tube. Eigentlich müssen wir mal noch ein bisschen eine größere Anzahl von Transporttuben einbauen, damit wir hier schneller von A nach B kommen im Kraftwerk. Oh Gott. Damit wir hier schneller von A nach B kommen. Also auch in die unterschiedlichen Räume. Damit wir von Raum zu Raum uns tuben können und so, dass man nicht immer laufen muss. Generell muss ich das mal auch häufiger machen eigentlich. Also es ist auch, das dauert auch ganz schön, bis man dann die Tuben vernünftig eingebaut hat. Vor allem muss es ja auch einer Logik folgen. Du musst ja dann auch irgendwie die richtige Tube finden, die in den richtigen Raum führt und so. Das ist nicht so einfach. Genau, das ist die neue Tube.
Legen wir mal das Shitbag an. Und los! Haha! Juhu! Nice, meine lieben Freunde. Was für eine Perspektive. Guck mal, da hinten ist der Zug. Der fährt übrigens gerade in dieselbe Richtung wie wir. Aber guckt euch mal an, wer schneller ist. Also aktuell bin ich schneller. Ich hole den Zug sogar ein. Nicht schlecht. Ich überhole ihn. Guckt euch das an. Ja, jetzt habe ich leider wieder die normale Tubengeschwindigkeit. Die hohe Geschwindigkeit hält er immer nur bis zur Hälfte der Strecke. Aber wenn wir mal jetzt berücksichtigen, dass die Strecke hier die Hälfte der Map-Strecke repräsentiert. Also wir rauschen hier gerade über die Hälfte der Map. Oh, der Zug ist jetzt genauso schnell. Guckt mal. Na, ich bin nur noch ein kleines bisschen schneller, aber der Zug ist doch etwas schneller tatsächlich jetzt. Oder er ist genauso schnell. Ich komme jetzt halt nicht näher ran noch. Aber nicht schlecht. Wir haben aufgeholt. Was gut ist. Also das heißt, wir brauchen nicht so lang wie der Zug, wenn wir diese Strecke bewältigen mit der Tube. Genau, und hier habe ich so ein bisschen so einen Geschwindigkeitsturm gebaut, damit man, wenn man dann von hier reist, losreist, dass man von hier auch ein bisschen Geschwindigkeit bekommt. Und das wird dann eingebettet in die Brückenpfeilerkonstruktion, die dann hier noch entsteht, die jetzt aber gerade noch nicht am Start ist. Also das wird dann entsprechend noch aufgebaut. Ja, Brückenpfeiler und so. Kommt alles noch. Müssen wir mal schauen, wann ich dafür mal Zeit habe. Weil so einen Brückenpfeiler zu bauen, dauert halt auch ganz schön lange. Und der muss ja auch bis ganz unten dann durchgezogen werden. Das kommt ja auch noch dazu. Und die Zwischenstreben, die dann wichtig sind, fehlen ja auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. So, genau. Hier wollen wir nicht rein. Ich brauche Quarz. Jetzt muss ich mal überlegen, wo habe ich eigentlich meinen Quarz immer geholt? Ach, warte mal, den gab es doch drüben. Ja, beim AKW haben wir doch Quarz. Moment. Bei der Drehung wird es einem ja schlecht. Ja, der macht da Pirouetten in dem Rohr. Das ist interessant, ne, was der alles kann. Hier unten haben wir, glaube ich, solche Sachen produziert. Also hier haben wir auf jeden Fall die Kupferplatten produziert. Ich kann meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen für diese Beton... oh Gott, das war ein Leck. Das habt ihr ja mal den Effekt gesehen. Aua, wenn es ruckelt und man nutzt gerade das Jetpack, dann beschleunigt er einen so richtig krass nach oben, weil dann das Momentum eingefroren wird und sich steigert, so lange wie der Ruckler halt dauert. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Railgun immer unterschiedlich stark ist, obwohl man immer in dasselbe Segment reingeht. Für alle, die sich da mal gewundert haben, was da eigentlich los ist. So, gib mir mal das. Das reicht ja auch erstmal. Haben wir hier diese Platten jetzt, diese Dinger? Ich weiß es nicht. Es kann sein, muss aber nicht. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Nee, ich wüsste jetzt nicht, an welcher Stelle die produziert werden, ehrlich gesagt. Hier waren, glaube ich, Rotoren. Nee, war hier nicht, glaube ich. War woanders. Egal. Rein in die Tube und wieder zurückschießen mit der Railgun. Mal einen kleinen Umweg geflogen. Habt ihr auch mal gesehen, was bei der Brücke aktuell passiert ist? Naja, nicht so viel, wie gesagt. Dauert halt alles ganz schön lange, bis man das alles gebaut hat. Ich baue das ja alles ohne Mods und Hilfsmittel. Ich baue das alles manuell. Ich habe jetzt aber schon von euch Tipps bekommen, welche Mods ich mal ausprobieren soll, die dieses Bauen erleichtern. Also zum Beispiel Micromanagement habe ich schon gelesen, soll ich mal ausprobieren. Da war da noch einer, den ich jetzt schon wieder vom Namen her vergessen habe. Fast irgendwas. Irgendwas mit Fast. Ihr wisst es. Ihr wisst es bestimmt. Ihr habt es bestimmt schon in den Fingerspitzen und tippt es gerade ein. Ich bin mir sehr sicher. Es ist mir gerade wieder entfallen. Instant Alzheimer und so. Ach, guck mal, das sieht doch eigentlich ganz geil aus für einen Brückenpfeiler. Wenn wir uns das jetzt da bei den anderen zwei auch vorstellen und dann oben vielleicht noch eine coole Verbindungskonstruktion, die dann auch zu den anderen Pfeilern auf der Brücke eine Verbindung hat, dann ist das doch eine ganz coole Sache eigentlich. So, jetzt gehe ich mal hier in den vierten und lass mich mal beschleunigen rüber zum AKW. Oh, bisschen lenken. Einen wohlfeilen Bogen fliegen wir jetzt hier mal. Fast and Furious, ja genau, das war's. Juhu! Fast fertig. Ja genau, das ist er gewesen auf jeden Fall. Fast fertig, genau wie mein Giga-AKW. Guck mal, da kommt schon Rauch raus bei dem einen. Fast fertig, genau.
Der Name ist hier Programm, kann ich da noch sagen. Wunderschön. So, guck mal, da haben wir Quarz. Nice, wa? Tolle Sache. So geil. Lass mal gleich was abgreifen hier. Hervorragend. Mal kurz den Strom nochmal abkontrollieren hier. Da will ich jetzt nochmal nachschauen. Achso, das... Genau. Der war gut. Ich wollte nur wissen, ob ihr aufpasst. Na, wer hat's gesehen, was ich falsch gemacht habe? Hier, genau. Ah, wird noch geladen hier. Guck mal, 37 Minuten bis geladen. Nicht schlecht. Da will er am Förderbandständer gucken, was wie der Strom ist. Ja, gut. Smart Mod war es, genau. Smart Mod, verdammt nochmal. Nicht fast. Fast and Furious. Fast fertig. Die Fast fertig Mod. Probieren Sie jetzt die Fast fertig Mod. Ich will mal endlich mal wieder ein bisschen heller leuchten. Jetzt geht auch gerade die Sonne unter, das passt eigentlich. Wir haben gleich Sonnenuntergang, das heißt, wir können dann auch mal das Licht sehen, wenn es wirklich auch dunkel ist in dem Raum. Das ist ja eigentlich auch mal das Geile, dass wir den Raum auch mal im Dunkeln sehen, so ein bisschen. Genau. Es soll jetzt wohl so sein, laut euren Berichten, dass zumindest diese Mods, die jetzt nur das Interface ergänzen durch Funktionen, die aber jetzt keinen neuen Content reinbringen, dass die vor allem jetzt auch wieder funktionieren. Die wurden wohl jetzt schon aktualisiert von den Moddern. Das heißt, da kann man jetzt durchaus auch mal hier in dem Spielstand, wo wir ja normalerweise keinen Mod-Inhalt benutzen, also Mods, die neue Inhalte und Modelle hinzufügen, wo wir das nicht benutzen, aber da kann man theoretisch mal damit ein bisschen was rumprobieren, bisschen schneller bauen auch. Das werde ich vielleicht auch mal in den kommenden Folgen auch mal probieren, das eine oder andere einfach mal austesten. Wie gesagt, wir können dadurch ja nichts kaputt machen, solange kein neuer Inhalt in dem Sinne hinzugefügt wird, sollte das eigentlich immer auch funktionieren. Wie gesagt, wenn wir mit diesen Baueigenschaften oder Baumöglichkeiten Mods, also den Mods, die die Werkzeuge hinzufügen, mit denen wir schneller bauen können, dann wenn wir damit Vanilla-Teile platzieren, ja, dann ist das kein Problem. Dann laufen wir nicht Gefahr, dass wir irgendwas verlieren, wenn diese Mods nicht funktionieren oder mal nicht aktualisiert sind. Weil dann verlieren wir ja nur die Funktionalität, aber nicht die Objekte, die wir schon platziert haben. Ganz wichtig. Für alle, die sagen, ja, willst du hier unbedingt Mods in dem Spielstand benutzen? Nee, keine Inhaltsmods, wie gesagt. Keine Mods, die neue Inhalte hinzufügen. Nur Mods, die neue Funktionen ergänzen. Die das Bauen erleichtern und so. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und in unserem Mod-Spielstand dann, da würden wir dann die Mods benutzen, die neue Inhalte hinzufügen. Vielleicht mit einer Woche Abstand oder so. Nice. Guck mal, jetzt wird es hier richtig schön dunkel. Jetzt sieht man das Licht auch endlich mal. Diese geile Qualität von diesem Licht. Und da ist die Frage, wie viel Licht kannst du aushalten? Wie viel 3D hältst du aus? Wie damals beim N64, diese Werbevideos. Wie viel 3D hältst du aus? Wie viel Lampen, wie viel Licht hältst du aus? Das ist die Frage. Bis es blendet, bis es wehtut. Boden ist zu steil. Ach, hört doch auf mit diesem Quatsch, mit dieser Lüge immer hier. Immer wird, lügt er mir hier dreckig ins Gesicht. Guck, warte mal, das machen wir jetzt hier mal weg. Das stört mich hier gerade massivst. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nicht wieder nach oben komme. Mache ich das jetzt hier mal weg. Das ist auch überhaupt nicht symmetrisch, davon mal abgesehen. Oder richtig in line. Guck mal, da ist sogar so ein bisschen so eine Reflexion gerade auf der Wand. Ach, das ist von der Sonne, die gerade untergeht wahrscheinlich. Na, klappt's noch? Reicht's noch? Geht's noch? Ja, klappt locker. Nice. So, jetzt gehen wir von der Seite hier. Einmal röm. So. Nein, ach Mann. Man sollte auch treffen. So. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Lampenkreis. Nicht schlecht. Geil. Ist so toll. Guckt euch das doch an, wie toll das ist. Nice. Das ist mein Fighting Ring. Ja, das könnte auch so eine Arena aus so einem Fight Game sein. Fight Club The Game oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Street Fighter. Saat ist,
Sadist Fighter oder so, keine Ahnung. Mortal Kombat, Mortal Sadist. Mortal Sadist. So, hier, warte, und jetzt können wir nochmal bei jedem zweiten, oder? Nicht genügend Freiraum. Hätte betete. Die Frage ist, ist das ein gutes Spacing, wenn wir das so machen, wie ich das jetzt gerade mache? Guckt das da durch etwa? Hä, guck mal, da ist der Schniepel für den Strom genau da, wo er eigentlich nicht sein soll. Aber okay, er ist halt da. Guck, wenn ich, hä, da kann ich es wieder nicht setzen. Nicht genügend Freiraum, wieso? Wieso, hä? Wieso ist hier nicht genügend Freiraum? Und da drüben konnte ich es machen, wieso konnte ich das hier setzen? Das sind so die Mysterien dieser komischen Deckenlampen. Manchmal sind die total zickig, was das Placement angeht. Und manchmal ist es ihnen egal, dass da noch irgendwas im Weg ist. Ich check's nicht. Sieht aus wie eine Galerie. Echt nice. Ja, ist geil, ne? Ist mal was anderes, definitiv. Ich weiß gar nicht, wie sieht das aus, wenn man da den Strom anschließt. Wenn man hier jetzt das Licht noch dazu nimmt. Ach, da ist ja schon. Warte, warte. Ich muss mal nur ein Test... Testlicht. Ja. Puh, ja, eigentlich, also wir brauchen da schon auch irgendwie noch ein Licht, aber ich würde die vielleicht sogar schwächer machen. Dass die nur so ein schwaches Licht machen und nicht so ein starkes Licht. Oder, warte, wir können doch, können wir nicht? Jetzt muss ich mal ein bisschen rumprobieren gerade. Können wir nicht auch in die Gestänge einfach noch diese Dinger hier einsetzen? Warte mal, einfach auf die andere. Ja, warte, das ging sogar, glaube ich. Ja, ja, guck mal, guck mal. Und dann einfach so? Das ist doch gut, warte. Ich mach das jetzt mal so schnell. Ja, guck mal, das ist doch geil. Das ist doch gut. Dann ärgern wir uns nicht rum mit diesen komischen riesigen Flächenleuchtern da. Dann kann ich die direkt gegenüber setzen, dann ist es auch wieder symmetrisch. Nur muss ich da ein bisschen flacher werden mit dem Winkel, damit wir da nicht in den Streifen da reingeraten, sozusagen. Ja, guck, das ist doch, und es ist fast genau dasselbe Licht eigentlich. Also von der Abdeckung her ist es fast dasselbe. Weil dieses andere Licht, das muss man höher setzen, damit das einen größeren Radius abdeckt. Wenn man das so tief setzt, dann nützt das einem nichts, dass man da so eine riesige Lampe hat. Das hat eh nur so einen kleinen Radius. Das passt mit denen also deutlich besser, würde ich sagen. Nice, und das müssen wir dann natürlich auch noch einmal rumziehen. Geilomat. Geilomat, Geilomat. Also quasi dann so, ne? Und so. So lange, bis kein Zeugs mehr am Start ist. Man sollte es auch mittig setzen und nicht verkacken beim mittig setzen. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Und hier sieht man auch besser, ob man es richtig gedreht hat. Manchmal wehrt er sich ein bisschen dagegen. Da muss man dann ein bisschen rumlaufen und gucken, dass man dann den richtigen Dengler hat. Ich probiere das jetzt einfach mal kurz, das anzuschließen. Ja, ach, warum eigentlich nicht? Kann man doch so machen eigentlich. Sieht doch cool aus. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch gleich Nacht draußen. Oder es ist schon, die Nacht ist schon durch. Ich weiß es gar nicht. Entweder geht die Sonne auf oder unter. Auf jeden Fall, finde ich, kann sich das so sehen lassen eigentlich. Weil das Ding ist, man kann jetzt ja theoretisch auch noch auf die andere Seite des Gestänges, kann man ja auch noch diese Lampen setzen und nochmal neu ausrichten. Dass man den inneren Kreis quasi auch noch damit beleuchtet. Dann hat man wirklich überall Licht eigentlich. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.